Theodor John Kaczynski wurde am 22. Mai 1942 in Chicago in Illinois geboren. Er stammte aus einer polnischen Einwandererfamilie. Mit 16 Jahren bekam er ein Stipendium am Harvard College. Kaczynski war talentiert, aber auch sehr schüchtern. Nach einem allergischen Schock wegen eines Medikaments verbrachte er mehrere Wochen in einem Krankenhaus. Danach mied er plötzlich menschlichen Kontakt. Sein IQ lag bei 165. Er erwarb einen Doktortitel in Mathematik. 1967 erhielt er einen Preis als bester Mathematiker seines Instituts. Er begann sogar zu unterrichten. 1970 zog er sich in die Berge von Montana zurück und lebte als Einsiedler in einer Holzhütte. Dort lebte er als Selbstversorger. 1978 begann er, Briefbomben zu verschicken, welche ihm den Namen Juna-Bomber einbrachten. 17 Jahre lang, bis zum 24. April 1995, verschickte er zahlreiche Bomben. Dabei starben 3 Menschen, zahlreiche weitere erlitten Verletzungen oder Verstümmelungen. Er bot in einem Manifest an, die Anschläge zu beenden, wenn man dieses Manifest abdrucke. Am 3. April 1996 wurde Kaczynski vom FBI verhaftet. 1998 wurde er zu 8-mal lebenslanger Haft verurteilt. Er verbüßt seine Strafe bis heute in einem Hochsicherheitsgefängnis.